Hallo, hier ist Anne. Es gibt Momente im Leben einer Podcasterin, die sind richtig ärgerlich. Und bevor es gleich losgeht mit unserer Folge, möchte ich euch gerne erzählen, was mir heute passiert ist. Nämlich, wir haben gerade eine richtig tolle Folge produziert zum Thema Stimmvolumen. Und am Ende dieser Folge habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit nicht über mein Studiomikrofon aufgezeichnet habe, in das ich reingesprochen habe, sondern über den Raumlautsprecher von meinem Laptop. Entsprechend klinge ich dieses Mal nicht so schön nach Stimmvolumen wie sonst, sondern nach Dose. Und wir haben überlegt, Crystal und ich, was wir machen, ob wir die Folge nochmal aufnehmen, ob wir sie euch trotzdem zur Verfügung stellen. Und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden. Wir wollen die Folge genauso senden, wie wir sie aufgezeichnet haben, aus zwei Gründen. Erstens finden wir sie einfach wirklich richtig gut gelungen inhaltlich und wir haben genau das gesagt, was wir sagen wollten. Deshalb sollt ihr das auch hören. Und zweitens ist es vielleicht sogar ein bisschen interessant für euch, denn ihr hört absolut den Unterschied, ob man über den Laptop-Lautsprecher oder über ein gutes Mikrofon aufnimmt. Nämlich Crystal hat ihr gutes Mikrofon, in das sie reinspricht, und bei mir ist es eben der Laptop-Lautsprecher. Also auch passend zum Thema Stimmvolumen könnt ihr hier noch ein bisschen was mitnehmen und eine Hörerfahrung machen. Wir hoffen, dass euch die Folge trotzdem gefällt und wünschen euch viel Spaß. Mut zur Stimme. So sprichst du mit Wumms. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst. Und das mit dem richtigen Volumen. Und damit ein ganz herzliches Willkommen an euch, die ihr zugeschaltet habt in unseren wunderbaren Podcast. Und ein herzliches Hallo an Anne. Grüß dich. Hi Crystal. Wenn ich Volumen sage, dann geht es ja nicht um drei Wettertaft, Haare und Haarspray, sondern es geht um Stimmvolumen natürlich und Resonanz. Was meinst du damit denn eigentlich dann so richtig genau? Ja, das ist so ein Begriff, der immer so rumfliegt, ne? Stimmvolumen, Stimmresonanz. Ist das das gleiche wie Lautstärke? Und darüber möchten wir heute einfach sprechen, denn wir haben Post bekommen von Jasmin. Die ist Anwältin und schreibt, sie hätte so eine Mickey-Maus-Stimme, vor allen Dingen, wenn sie so in Gerichtsverhandlungen spricht. Und das findet sie natürlich total blöd, weiß aber nicht, wie sie das ändern kann. Und sie schreibt, wie kriege ich mehr Stimmvolumen in meine Stimme? Wichtige Frage. Und Ich glaube, ja, die finde ich Situation kennen auch. viele von uns, oder? Ja, und zwar nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ne, dass gerade wenn man aufgeregt ist, die Stimme an Resonanz, an Raum verliert und flach wird, eng wird. Und das fühlt sich meistens total doof an, weil man dann seine Souveränität auch verliert. Und um dann mehr Kraft zu kriegen, fangen dann viele an zu drücken. Und das geht dann so auf den Kehlkopf. Und dann merkt man schon sofort, ah, wenn ich jetzt länger rede, dann werde ich heiser oder so. Und das passiert dann auch oft. Also die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, die beantworten wir sehr gerne von Jasmin. Wie kriegt man mehr Stimmvolumen und was ist das überhaupt? Und wie unterscheidet man das vielleicht auch von Lautstärke? Wie mache ich das denn? Einfach mal gefragt. Ja, dann mache ich erstmal so diesen Unterschied auf zwischen Volumen und Lautstärke. Also Lautstärke kannst du messen in Dezibel. Auf Englisch heißt es auch Volume. Das ist also ein bisschen verwirrend. Im Deutschen würden wir das aber unterscheiden. Also Lautstärke ist, kannst du auch herstellen ohne Stimmvolumen. Du kannst zum Beispiel, wenn du kreischst, ne, wenn du so richtig hoch rufst, dann bist du sehr, sehr laut, aber das hat nicht was mit Raum und Volumen in dem Stimmklang zu tun. Also mit Fülle. Wenn ich jetzt nochmal den Ja, Haarvergleich genau. ranhole, dann ist das ja sozusagen richtig fülliges Haar, ist ja das, was man als voluminöses Haar bezeichnet. Und wir wollen die Stimme eben im positiven Sinne aufquellen lassen, Raum einnehmen lassen, richtig? Ja, das ist ein super Bild mit den Haaren tatsächlich. Also wir sprechen bei Volumen tatsächlich, um den Raum einzunehmen und eine volle Stimme zu haben. Da kommen wir in den Bereich, wo wir über Stimmlage auch sprechen, wobei Volumen und Stimmlage auch wieder nicht das gleiche ist. Aber unter einer voluminösen Stimme versteht man eher eine etwas tiefere Stimme. Und ich glaube, wir haben schon mehrfach über die Stimmlage gesprochen, also wie man auch eine tiefere Stimme erreichen kann. Und wenn du jetzt zuhörst, dann kannst du mal ausprobieren, was passiert, wenn du so einen tiefen Ton produzierst, zum Beispiel so ein Oh.
und dabei die Hand auf dein Brustbein legst, dann wirst du merken, das vibriert da so ein bisschen. Und da kommen wir in diesen Brustklang rein. Und hier wohnt das Stimmvolumen. Also in dem Brustresonanzraum, was ja unser größter Resonanzraum ist, den wir für die Stimme haben, da wird der Klang verstärkt, der im Kehlkopf entsteht. Und wenn du diesen Brustresonanzraum mitschwingen lässt, dann hast du mehr Stimmvolumen. Das ist jetzt auch schon ein Teil der Antwort für Jasmin, wobei ich nachher noch erklären muss, wie man das genau macht. Aber Stimmvolumen kriegt man, wenn man den Brustresonanzraum ansteuert und mitschwingen lässt. Und das geht in der Regel eher über die tiefen Töne, also diesen subjektiven unteren Stimmbereich. Und dann gibt es noch einen weiteren Begriff, den ich einführen muss, nämlich Jasmin hat geschrieben, sie hätte eine Mickey-Maus-Stimme. Und da geht es ja nicht nur um Tonhöhe oder Tiefe, sondern auch noch um Stimmsitz. Stelle ich mir so vor. Also ich kenne jetzt deine Stimme nicht, Jasmin, aber ich kann mir vorstellen, dass Mickey-Maus-Stimme, dass es so ein bisschen quäkig klingt, vielleicht. Ne? Also ich habe schon öfters Leute getroffen, die dieses Wort benutzt haben, Mickey-Maus-Stimme, und da ist häufig so ein quäkiger Klang mit gemeint. Und da reden wir über Stimmsitz. Also bei so einem quäkigen Klang, dann nutze ich eher den Nasenresonanzraum. Also der Ton kommt dann viel durch die Nase. Und also wenn ich jetzt so spreche zum Beispiel, hört man vielleicht auch, klingt so ein bisschen nasal. Da gibt es jetzt ja natürlich viele Schattierungen von diesem Klang. Ne? Aber das ist der Stimmsitz. Also wo ist besonders viel los mit den Schallwellen? Wo gibt es viele Echos? Und wenn ich so quäkig spreche, dann gibt es die Echos ganz doll im Nasenraum und dann klingt die Stimme nasal. Und das will man eigentlich eher nicht so haben in unserer aktuellen Kultur. Es gibt andere Kulturen, da ist das total schick, aber bei uns möchte man es eigentlich nicht so sehr haben. Und da arbeitet man im Stimmtraining eben auch am Stimmsitz, dass man viel mit einem offenen Mund spricht, dass der Mund einfach gut aufgeht und dass der Rachen weit ist, dann kriegt man auch ein schönes Volumen im Rachenbereich. Kann es dafür helfen, regelmäßig, wie beim Yoga zum Beispiel, so Om zu tönen, wie man Ja, sagt? ja. Und zwar mit einem offenen O. Okay. Also man kann ja auch Om mit Ja, mit oder ganz manche machen wenig. Aum. Ja, das ist auch schön, ne? Also je weiter die Zähne, die Zahnreihen voneinander entfernt sind, desto mehr Mundraumöffnung hat man. Und dann hat man auch die Chance, dass im Mund ein großer Klang entsteht. Der wird immer mehr im Brustkorb resonieren. Also Aum oder Om ist eine schöne Übung. Oder auch einfach, was ich gerade gemacht habe. Oh. Also als ob man so ein Feuerwerk anguckt, ne? So, Oh, ich weiß schön. nicht, wo ich das her habe, aber in meinem Kopf machen Menschengruppen, die ein Feuerwerk sehen, immer oh und ah. Ja, Ich genau. weiß nicht, wo ich das her habe. Also das ist allein schon eine Klangübung, wenn man dabei den Mund weit aufmacht, und was man vorbereitend machen kann, ist gähnen. Also wenn du gähnst, dann hast du hinten im Rachen eine ganz große Weite. Und darauf kommt es noch mehr an. Also ich kann ja auch den Mund aufmachen und es klingt ah, oh. Ne? Also ich habe vorne den Schnabel ganz weit auf, aber hinten im Rachen ist es eng und dann entsteht auch nicht so viel Volumen. Es kommt also auf den Raum im hinteren Mundbereich an. Und wenn du gähnst, das ist auch eine richtige logopädische Übung, ne? Die Gähnübung. Das kann man ja herstellen, ne? Wenn man einfach den Mund, die Lippen geschlossen lässt und dann ne, so einatmen und ganz weit aufmacht, ne, dann kann man so einen Gähnreflex auslösen. Klammer zu. Weiter im Hauptsatz. Also wenn du gähnst, dann dehnt sich deine Rachenwand und danach ist das Gewebe ein bisschen lockerer und kann besser mitschwingen. Und du hast auch das Gefühl von mehr Weite da. Das ist auch tatsächlich weiter. Jetzt hat Jasmin ja gerade auch die Situation in Gerichtsverhandlungen angesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja oft auch ein Stressfaktor ist. Das hast du ja vorhin auch erwähnt. Und dann kommt noch hinzu, dass Stress ja auch dazu führt, dass ich möglicherweise hier hinten, deswegen komme ich drauf, weil du ja gerade den hinteren Bereich angesprochen hast, ich aber so im Nacken-Schulterbereich mich so anspanne,
vielleicht auch so zusammenziehe. Ist das einer der Gründe, warum die Stimme dann auch unter Umständen dünner wird, weil die Muskulatur auch insgesamt sich so zusammenballt? Das kann sehr gut sein. Also du sprichst den Nackenbereich an, aber wahrscheinlich ist noch entscheidender der Bauch. Also der reagiert ja auch sehr auf Stress. Also wenn man, das ist so ein alter Reflex, der einmal sinnvoll war zur Zeit, wo wir tatsächlich noch angegriffen wurden körperlich, ne? Also wenn man wirklich im Kampfmodus ist, dann bereitet sich der Körper vor, auch Schläge abzufangen. Und da ist es total sinnvoll, dass der Bauch fest wird. Das Problem ist, beim Sprechen, da kann man sein, kann es sein, dass man im Kampfmodus ist, ne? Wenn man sich so fühlt, als ob man gerade kämpfen muss. Und dann wird der Bauch fest, dann kann ich aber nicht so gut atmen, ne? Also wir brauchen ja das Zwerchfell, was mitten im Bauch sitzt, zwischen Brust- und Bauchraum. Und das muss sich absenken können beim Einatmen. Und wenn die Bauchdecke aber angespannt ist, dann kann sich das Zwerchfell nicht absenken, weil die Bauchorgane darunter keinen Platz haben, irgendwohin auszuweichen. Ne? Das ist alles eingeloggt dann. Und diese Festigkeit, die üben wir immer im Stimmtraining auch zu lösen, damit man das Zwerchfell nutzen kann, im Bauch atmen. Und dann kommt man auch an dieses Stimmvolumen. Wenn man immer oben atmet, also hast du gerade diese Festigkeit im Nacken beschrieben, das kommt ja auch durch eine zu hohe Atmung im Schlüsselbein zum Beispiel. Ne? Wenn sich das Schlüsselbein hebt, dann spannt sich auch dieser ganze Schulter-Nackenbereich viel mehr an. Und das hat auch einen sehr hohen gepressten Stimmklang häufig zur Folge. Also liebe Jasmin, ich vermute, dass da für dich ein Thema sein könnte. Müsste ich jetzt natürlich sehen, ne? Kann ich nur so vermuten. Das ist einfach ganz oft der Fall, dass eine zu hohe Atmung vorliegt, wenn die Stimme so quietschig und zu hoch ist. Okay, jetzt haben wir uns das ja schon mal verortet, sage ich jetzt mal. Und du möchtest ja gleich noch mal ein paar Tipps geben, wie ich dann da hinkomme, dass mein Volumen etwas üppiger wird und so weiter und so fort. Magst du vielleicht trotzdem vorher noch mal kurz zwei, drei Sachen dazu sagen, warum wir ungerne wie Mickey Maus klingen wollen und vielleicht auch nicht so gerne Mickey Maus hören, außer eben es ist wirklich Mickey Maus auf dem Bildschirm? Ja, super Frage. Also, man hört unbewusst, dass eine Mickey-Maus-Stimme nicht ihren vollen Raum einnimmt. Und das ist ein sehr starkes kommunikatives Signal. Also, es hat wirklich mit Raum einnehmen zu tun. Also, eine Stimme, die hoch und quietschig klingt, kommt aus einem Körper, der nicht entspannt ist, der nicht souverän seinen Platz behauptet und gelassen sagt, so hier bin ich und ich bin, wie ich bin und ich brauche die Zeit, die ich brauche, sondern dahinter steht häufig ein Getriebensein, ein es richtig machen wollen, ein genügen wollen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht so rumpsychologisieren, aber das sind so Sachen, die man einfach wahrnimmt. Na, also unbewusst. Man merkt so, spricht da eine Königin, die sich einfach zurücklehnt und sagt, natürlich bin ich hier. Oder man hört so, ist das eher so jemand, der dafür sorgt, dass allen alles gut geht und guckt, so aufpasst und nicht stören will und so. Na, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das spürt man einfach. Das ist jetzt auch statistisch erwiesen, dass tiefere Stimmen eher mit Kompetenz verbunden werden. Aber ich denke, es ist vor allen Dingen, es ist für jeden subjektiv spürbar. Wobei es natürlich auch Frauen gibt mit einer sehr hohen und auch quiekigen Stimme, die total souverän sind. Wie Franziska Giffey zum Beispiel, ne? Die hat es ja nun sehr weit gebracht und es hat ein totales Standing. Die hat aber wirklich eine sehr enge Stimme. Also das muss überhaupt nicht stimmen, was man da glaubt zu hören. Das ist ja das Blöde, ne? Dass da durchaus Raum für Missverständnisse ist. Aber es ist manchmal auch wirklich nicht so schwer, daran was zu ändern, ne? Also wenn man eigentlich sagt, ich bin doch eine Königin, wo ist das Problem? Und meine Stimme macht da nicht so ganz mit, dann macht man Stimmtraining und dann, da kann man viel machen in der Regel.
Was ja auch so gemeines daran ist, dass wir unsere Stimme, unsere eigene Stimme in unserem Körper sehr viel tiefer und voluminöser hören, als wir sie dann hören, wenn wir sie beispielsweise, wenn wir eine Sprachaufnahme von uns selber anhören oder in einer anderen Situation, in einem Video beispielsweise, unsere Stimme plötzlich hören, weil wir die dann im Raum wahrnehmen und eben ohne den Körper dazu. Und das ist so gemein, weil wir eigentlich eine ganz andere Vorstellung von unserer eigenen Stimme haben, als sie da draußen wirklich ist, oder? Ja, das ist gemein, das ist verunsichernd. Ich hatte gerade gestern wieder einen jungen Mann bei mir sitzen mit einer ganz tollen Stimme. Und der hat jetzt angefangen, eben auch durch unser Training seine Stimme aufzuzeichnen und sich anzuhören. Und dann fragte er mich so in der zweiten Stunde: Ja, meine Stimme ist ja total hoch. Und ich sage: Nein, die ist wunderschön. Du hörst sie nur etwas tiefer als sonst. Na, also für ihn war das denn, als er in der Sprachaufnahme die Stimme gehört hat, richtig schockierend, weil er viel höher war, weil sie viel höher war, als er dachte. Aber sie war trotzdem jetzt nicht so hoch. Ne? Man muss sich da nur dran gewöhnen. So wie wenn man, na, wir haben das alles als Kinder gelernt, aber in den Spiegel zu gucken, das ist, wenn man als Kind anfängt, in den Spiegel zu gucken, muss man sich da auch erstmal dran gewöhnen. Das wissen wir nur nicht mehr. Ne? Aber ich habe das bei meiner kleinen Nichte beobachtet, als die wie 2 Jahre alt war und mit ihrem Spiegelbild klarkam. Sie hat stundenlang da gestanden und geguckt. Und, ne? Aber das ist mit der Stimme auch so, wenn man sich dann zum ersten Mal von außen hört und die ersten Male, muss man sich echt erst dran gewöhnen. Ja, ich erinnere mich an unsere, die wir ja nicht gemeinsam, aber zum Teil fast gemeinsam erlebt haben, unsere ersten Stunden im Radio. Da hörst du dich ja dann auch noch mal ganz an. So Kommt allerdings witzig, dann ich auch habe. aufs Mikro an. Aber Ja, absolut, absolut. Das macht viel aus. Also wenn man in Handy spricht, dann ist der Sound auch nicht so gut, wie wenn man im Studio spricht. Ne? Da kann man mit einem guten Mikrofon, wenn man online spricht, zum Beispiel schon viel machen. ja, und was auch noch vielleicht ganz hilfreich ist, wir kommen ja gleich nochmal zum Aspekt der Lautstärke, ist aber auch, wenn ich zum Beispiel in einer Videokonferenz bin, dass ich die andere Seite höre oder mich mal hören lasse und sagen lasse, ob ich vielleicht sehr laut da drüben beim Ausspielgerät eingestellt bin. Also wenn man beispielsweise übertragen wird in einen Sitzungsraum, wo die anderen am Besprechungstisch sitzen und die haben das über so eine Anlage an, vor Beginn der Session testen lassen und notfalls leiser drehen lassen, weil man wirkt, oder eben auch lauter, weil man wirkt entsprechend nicht so richtig da oder zu präsent, je nachdem, wie es eingestellt ist, und hat selbst gar keinen Einfluss darauf. Und das kann leider das, was man zu sagen hat, auch wenn es noch so wichtig ist, dem die Füße entziehen oder den Teppich unter den Füßen wegziehen, so rum, einfach weil die Leute dann plötzlich so erschrecken. Ja. Oder so nachhören müssen und sich so konzentrieren müssen, um es zu hören. Kommen wir aber Ja, zurück nochmal total. zum. Sorry. Ich will das nur kurz bestätigen. Also eigentlich immer, wenn man verstärkt spricht mit irgendeiner Art von Mikrofon, ist es total wichtig, so einen Lautstärke-Check vorher zu machen, bevor man in den Inhalt einsteigt, weil das kriegst du halt, also wenn du ein Wir haben schon mal darüber gesprochen, mit sprechendem Mikrofon in einem Saal. Ne? Also wenn man eine Tontechnikerin vorher da hat, die einem das sagen kann, ist es ideal, aber das hat man nicht immer. Also ist es total sinnvoll. Am Anfang bin ich für alle gut verständlich. Ja, gut, danke. Ah, ein bisschen lauter, kein Problem, machen wir. Ne? Also das einmal zu checken und dann kann man souverän einsteigen. Und es gibt einem auch nochmal die Gelegenheit und Zeit anzukommen, was wiederum auch hilft, vielleicht ein bisschen die Nervosität abzubauen. Und das kommt ja dann, wie wir vorhin von dir gelernt haben, dem Volumen ja auch wieder zugute, wenn ich erstmal ein bisschen ankomme und ruhiger werde und so weiter. Ja. Welche weiteren Tipps hast du dafür? Also, was erstmal hilfreich ist, um in ein schönes Stimmvolumen zu kommen, ist sicherzustellen, dass man mit dem Zwerchfell atmet. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? In einer der Folgen. Also, wenn ihr das sucht, dann findet ihr nochmal eine Folge über Atmung und so, da erkläre ich das ganz genau. Aber ihr könnt. Ich kann euch jetzt noch mal einen Tipp geben dafür, auch jetzt für Jasmin, wie kriegst du jetzt dein Stimmvolumen so ein bisschen hochgedreht? Und was ihr machen könnt, ist erstmal in den Bauch atmen. Also wenn du da jetzt sitzt, dann leg mal deine Hand auf deinen Bauch, möglichst auf deinen,
Auf einen Bauch. Nimm irgendeinen Bauch. Kann eine schöne Erfahrung werden. Aber nein. Na Je gut, bin ich nachdem. doch nicht. Vielleicht auch nicht. Na gut, also leg deine Hand auf deinen Bauch und dann kannst du einfach mal den Atem einströmen lassen. Und zwar nicht tief einatmen, sondern wirklich einströmen lassen. So passiv warten, bis er kommt. Und dann sollte sich die Bauchdecke beim Einatmen so ein bisschen nach außen wölben. Und beim Ausatmen wölbt die sich dann so ein bisschen nach innen oder wird halt wieder flacher. Das ist schon mal ein guter Anfang, wenn das klappt. Und wenn du dann anfängst zu sprechen, sollte das auch passieren. Vielleicht nicht so doll wie in dieser stummen Übung, aber da sollte sich immer so ein bisschen was tun. Und um diesen Reflex zu aktivieren, dass du mit dem Zwerchfell atmest, kannst du ein F ausatmen. Also mach mal so ein richtig langes. Und so lange, bis die Luft wirklich raus ist. Also wirklich, wirklich raus. Als ob du so einen Schwamm auswringst, bis der letzte Tropfen draußen ist. Und wenn die Luft raus ist, dann lässt du einfach nur deinen Mund offen und lässt deine Bauchdecke los. Dann passiert ungefähr sowas. Also ich habe jetzt so ein leichtes Einatemgeräusch produziert und es ist ein leises Einatemgeräusch und es ist nicht, ne? Also bei diesem zweiten, da habe ich jetzt für alle, die nicht das Video gucken, beim zweiten Mal habe ich oben eingeatmet und war wieder in der Schulter- oder Schlüsselbeinatmung. Und dann verlässt man wieder die Zwerchfellatmung. Also stell dir einfach vor, dein Oberkörper besteht aus zwei Teilen, der untere und der obere. Und du möchtest jetzt mit der unteren Hälfte atmen. Die obere Hälfte kann sich entspannen, die brauchst du nicht. Du brauchst jetzt einfach nur das, was unterhalb deines Zwerchfells passiert, nämlich deine Bauchdecke, die Flanken. So, das darf sich jetzt alles so ein bisschen bewegen, wenn du einatmest. Das ist die Übung. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du mal probieren, was passiert, wenn du statt diesem ein sprichst. Das machst du dann nicht so lang und du presst dann auch nicht, sondern du sprichst von dieser Kraft, die du gerade aufgebaut hast durch dieses F, sprichst du so ein. Und dann solltest du eine schöne Vibration im Brustkorb haben. Ich hoffe, das hat man jetzt gehört, weil Zoom rechnet das manchmal raus. Also wenn du jetzt gerade nicht gehört hast, stell dir vor, ich habe ein F, wie Friedrich gesagt, in der ersten Übung und in der zweiten ein wie wunderbar. So, aber ich glaube, es hat geklappt. Du hast mich gehört, Christel, oder? Ich habe dich gehört, ja, Ja, auf jeden Fall. bestimmt geklappt. Sehr schön. Ja, und bei diesem, wenn du das produzieren kannst, dann hast du ungefähr die Stimmlage, wo du ein gutes Volumen produzieren kannst. Du brauchst dann immer noch Kraft, ne, aber diese Stimmlage zu finden, ist schon mal super wertvoll, um auch den Brustresonanzraum aktivieren zu können. Und dann darfst du auch gerne vielleicht etwas lauter sprechen als gewohnt, um auch in eine volle Stimmkraft zu kommen. Das kann ich aber jetzt nicht so pauschal sagen. Vielleicht bist du schon super laut und musst so ein paar andere Sachen regulieren. Das wäre jetzt wirklich der Moment, auch ein Stimmtraining zu beginnen. Trotzdem möchte ich die Frage mit reinnehmen, weil wir haben tatsächlich noch eine Zuschrift bekommen zu eigentlich genau diesem Thema von Rebecca. Ja. Und die ist sich unsicher, was denn die richtige Lautstärke ist. Wir haben uns grundsätzlich mit diesem Thema schon befasst, aber es ist, glaube ich, sehr spannend, das nochmal, wie du es gerade auch gemacht hast, im Zusammenhang mit Volumen sich nochmal anzugucken. Und du hast ja gerade gesagt, also für manche kann es richtig sein, etwas lauter nochmal oder so. Gibt es trotzdem irgendwie ein Gradmesser, an dem ich selbst erkennen kann, bin ich eigentlich immer zu laut, bin ich zu leise? Zu leise merke ich vielleicht daran, dass die Leute mich immer so angucken, für die, die jetzt gerade nicht das Video sehen, sondern nur zuhören. Also wenn jemand quasi die Augen zukneift und näher rückt, versucht zu verstehen, was ich da gerade spreche, wenn ich zu leise bin. Daran merke ich das möglicherweise. Oder wenn oft die Frage kommt, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Oder was hast du gerade gesagt? Dann könnte das auch schon ein Hinweis sein. Aber zu laut merke ich ja vielleicht nicht so ohne weiteres, oder? Ja, also hier brauchen wir einfach auch die Rückmeldung unserer Mitmenschen. Das geht nicht anders. Es ist natürlich meistens
unangenehmer zu hören, dass man zu laut ist, als zu hören, dass man zu leise ist. Weil zu leise kann man häufig einfach ändern und zu laut, da hat man manchmal schwer ein Gefühl. Aber vielleicht ist es auch gar nicht unangenehmer, ich weiß es nicht. Also Auf Rebecca ist jeden es unangenehm. Sie hat das schon Das schreibt geschrieben. sie, Sie ne? möchte eigentlich niemanden fragen, sondern möchte es selbst irgendwie Ja, das wäre rausfinden, weil sie natürlich Sorge besser. hat, dass das gleich schon, also zu laut zu sein, wird ja oft verbunden, gerade auch bei Frauen, aber nicht nur, mit unangenehm auffallen und so weiter. Und Ja, genau. wenn jetzt, also es käme wahrscheinlich auch darauf an, wen ich frage, aber möglicherweise sind die, die mir wohlgesonnen sind, mir zu wohlgesonnen und sagen, nein, nein, ist alles in Ordnung. Und wenn ich eine schonungslos ehrliche Antwort haben möchte, dann tut das vielleicht aber auch ein bisschen weh oder ist unangenehm. Ja, also da würde ich sagen, wenn Rebecca schon ahnt, dass sie dazu neigt, zu laut zu sein, dann kann sie ab und zu mal fragen oder das einfach zum Thema machen. Das kann man ja mit einer Selbstliebe tun. Also du weißt, wenn ich in Rage komme, dann neige ich manchmal dazu, ein bisschen zu laut zu sein. Gib mir einfach Zeichen. Wenn ich schreie, sag mir einfach Bescheid. Dann lädst einfach die an, da ein Signal zu geben und dann lernst du das auch besser. Also es wäre jetzt mein Tipp an dich, Rebecca, dass du dir proaktiv Rückmeldung holst und nicht wartest, bis jemand irgendwie genervt sich dann endlich mal traut oder auch nicht, ne, sondern einfach, wenn du weißt, dass du dazu neigst, immer mal wieder checken, weil es ist was Subjektives. Lautstärke wird von den einen zu laut empfunden, für die anderen ist es genau richtig. Aber also was ich im Stimmtraining mache in solchen Fällen, ist, dass ich skalieren lasse. Also nehmen wir mal an, wir sind in einem Seminar. Und du sprichst vor der Gruppe und du weißt nicht, bist du zu laut oder nicht. Dann würde ich fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist leise, 10 ist laut, wie laut empfindest du dich selber gerade? Und dann sagst du vielleicht so, ja, ich bin so bei einer 6. Und dann frage ich die ZuhörerInnen und die sagen, oh, alle 8, oh, 9, oh. Und dann weißt du, ah, okay, also meine 6 ist bei denen eine 9. Meistens ist es eher umgekehrt, ne? Wenn die Person sagt, ja, ich bin hier auf einer 8 und die ZuhörerInnen sagen eher, ja, so eine 4, so eine 5 vielleicht. Und dann weiß man, okay, eine 8 ist noch lange keine 8 für die anderen, sondern ich kann noch lauter. Also diese Skalierung, finde ich, das ist zwar was ganz Subjektives, aber so kannst du immer die Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung abgleichen. Super. Ich muss ganz kurz, wir müssen leider doch schneiden. Ich muss noch mal schnell Strom nachholen. Es scheint nämlich nicht, also ich glaube, irgendwie ist der Stecker gerade ausgefallen. Ich bin gleich wieder da. Sorry. Okay. Das mit der Skalierung ist auch, glaube ich, genau das Thema, was Rebecca umtreibt. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie in einer sehr lauten Familie, in einem sehr lauten Haushalt groß geworden ist. Und das ist ihr erst sehr viel später, als sie schon erwachsen war, aufgefallen, dass beispielsweise der Vater, aber auch die Mutter sehr, sehr laut telefonieren und auch sonst sehr laut sprechen. Und die Geschwister auch. Und dadurch war sie immer in so einem Umfeld. Und in der Schule fiel ihr das noch nicht so sehr auf, aber jetzt im Beruf und in anderen Familien und anderen Umfeldern. Und da fehlt ihr so ein bisschen diese Skalierung, vermute ich mal. Also das wäre dann vielleicht ganz sinnvoll, sich wirklich vertrauensvoll an eine Sprechtrainerin wie dich zu wenden oder einen Sprechtrainer oder eben auch einfach jemanden des Vertrauens zu wenden und Ja, absolut. so eine Skalierung abzuholen, ja. Ja, aber das kannst du auch ohne Sprechtrainer im Prinzip einfach das für dich machen und dir fragen. Das Schöne ist ja, eine laute Stimme kann man viel leiser machen als eine Stimme laut. Also mit Stimmvolumen hast du, Rebecca, wahrscheinlich kein Problem. Du hast wahrscheinlich auch eine volle Stimme. Und etwas leiser zu sprechen ist eigentlich körperlich total machbar. Wenn man aber eine leise Stimme hat, und dann ist es manchmal wirklich richtig schwierig, lauter zu werden, weil die Kraft fehlt und weil die Technik fehlt. Dann kostet Also es noch das, viel mehr Energie. ja, man muss sich viel mehr überwinden, wirklich so eine Lautstärke. Ja, damit haben wir schon ziemlich viel verantwortet, denke ich, Crystal, oder? Ich glaube auch. Bleibt eigentlich nur noch eine Antwort übrig, liebe Anne. Welchen Wumms hast du uns diesmal mitgebracht? Der Wumms der Woche.
Ich habe tatsächlich eine Mail bekommen und das freut mich total von einem Mann, eine Frau, Wumsen, oh Gott, nein, das darf ich nicht sagen. Also der einer Frau einen Wums verleihen möchte, die feministische Videos macht. Und zwar hat uns Florian geschrieben, der möchte den Wumms der Woche gerne Tara Luise Wittwar verleihen. Die ist auf Instagram und seit er mir das geschrieben hat, folge ich der und ich finde die tatsächlich total spannend. Also es ist eine junge Frau, die hat eine Rubrik, die nennt sie TikToxic und die kommentiert TikTok-Videos, die, ich sag mal, antifeministisch sind oder die einfach so traditionelle bis dumme Frauenbilder propagieren und vertreten. Unbewusst meistens. Das ist manchmal sehr lustig, manchmal auch sehr traurig. Und sie hat halt so eine coole Kodderschnauze. Also die macht das wirklich sehr lustig, sehr mutig. Die stellt sich auch immer ins Kreuzfeuer und wird natürlich beschimpft online. Aber die macht das. Und Also nicht zu knapp im Zweifel. genau. Ne? Also Ich es habe hat sie gerade ab und parallel zu. aufgerufen nochmal. Ah ja. Also es lohnt sich, der Frau auf Instagram zu folgen. Tara Louise Witwer heißt die. Ein Genau. sehr schöner Wumms. Herzlichen Dank dafür, fürs Ja. Einreichen und Vorschlagen. Finde ich super. Und das waren jetzt wirklich war eine der wenigen Mails mit Wumms-Vorschlägen. Also wir können hier nochmal ermutigen, schickt uns mehr. Wir wollen ja Ja. auch Neues lernen. Wir haben immer irgendwie Ideen und unsere Gäste auch, aber wir freuen uns auch total von euren Wumms-Vorschlägen zu hören. Auch gerne von privaten, ne? Wenn ihr einfach mal sagen wollt, hier, meine Schwester hört den Podcast und vielleicht jemand Wumms der Woche, weil sie ihm eine Präsentation gehalten hat oder so. Ne? Also das machen wir total gerne, was früher die Radiogrüße waren, können wir hier als Wumms der Woche kreieren. Also gerne Mail an hallo@stimme.de. Und da schreibt ihr uns auch hin, wenn ihr sonst weitere Themen, Fragen und Vorschläge habt oder einfach auch uns ein Feedback geben wollt. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Daumen hoch, Feedback und viele Sterne in dem jeweiligen Podcatcher, in dem ihr uns gefunden habt und immer hört. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, habt Mumm und habt Wumms. Tschüss. Bis bald.